Ich freue mich, Leute. Ich muss Real Talk sagen, ich freue mich sehr. Es wird wieder Zeit. Unser Ehrenbratan Chabo hat endlich mal wieder nach langer Zeit eine neue Zerstörung hochgeladen. Und zwar die Zerstörung 15.0 hat angefangen. Polizei hat keinen Bock auf neues Auto, Zerstörung 15.0. Abfahrt, Leute. Ich freue mich. Wir schauen mal, was das neue Zerstörungsauto sein wird. Yo, Marci, was geht ab? GoPro in diese scheiß Pfütze gefallen. Oh. Ja, no. Aber GoPro ist ja eh was. November, da sind wir. Was denkt ihr, was eine Karre das ist? Also ich kann so viel verraten. Es ist auf jeden Fall eine Karre, die wir schon mal hatten. Ja, ja, das Karre. Wird heute wieder so ein... Scheiße, ich darf nicht hier, da lang laufen. Da sieht man ein bisschen. Ich will nicht spoilern. Das wird heute wieder so ein The Return-Off-Ding. Aber erstmal beenden wir diesen No-Destroy-November. Ich hoffe, dass jetzt hier keiner die Polizei ruft, Digga, weil das wird jetzt extrem laut, weil ich muss meine Hut rauslassen. Das ist viel zu lange her, seitdem ich Fahrzeuge kaputt gemacht habe. Alter, was ist das denn? Bro. Also ich sag euch auch ehrlich, Chabo wollte so No-Destroy-November machen, aber das wäre scheiße, Digga. Ich meine, Chabo, das ist dein Job, Autos zu zerstören. Ne? Du musst Autos zerstören. Es gibt keinen No-Destroy-November. Sowas gibt's nicht. Was ist das für ein schwerer Tisch? Da muss die ein oder andere Kniebeuge noch gemacht werden. Digga, die Leute haben gewartet. No-Destroy-November kann mich mal am Anus lutschen. Und wahrscheinlich schmecken die Klicks auch besser mit Destroy. Du weißt Bescheid. No-Destroy-November. Ich muss echt aufpassen, dass ich das Fahrzeug nicht beschädige, weil ich habe etwas komplett Neues vor. Was hast du denn für ein Auto? Das bockt den gar nicht, diesen Christmist-Typen da vorne. Warte mal, ein bisschen lauter. Vielleicht bockt es den dann. Was? Da vorne steht einfach jemand. Es juckt ihn gar nicht, dass der da gerade aufs Auto draufhaut. Oh, einfach so, als wäre das ein ganz normal. Ich glaube, ich habe eine Delle reingemacht. Warte, ich chill mal kurz. Was chillen? Als wäre das ein ganz normal. Wir haben genug gechillt. Gechillt. Warte mal, kurz hinsetzen. Yo, also. Ja, stabiler Stuhl. Folgendermaßen, No Destroy November ist komplett nach hinten losgegangen, weil meine Klicks komplett abgestürzt sind. Ich verdiene jetzt pro Video nur 3 Cent. Die wirtschaftliche Lage geht den Bach runter. Ich kann bald Insolvenz anmelden und wir können uns kein No Destroy November erlauben, weil wir einfach dumm sind. Ich werde jeden Tag zugetestet mit irgendwelchen Müllnachrichten. Selbst ich habe die ganze Zeit gesagt, Chabo, zerstör wieder Autos. E-Mail-Postfach ist normal. Selbst mein E-Mail-Postfach ist voll. Ich soll doch bitte wieder eine Zerstörung machen. Ja. Und ich sag euch ganz ehrlich, naja, wieso nicht? Ihr feiert's, ich brauch die Kohle und alles ist gut, Digga. Oh, ja, Digga, ich sag dir ehrlich, Chabo, so ein Real-Life, Real-Talk-Video mal zwischendurch geht ja, aber jetzt den ganzen Monat, so läuft das halt nicht, YouTube, ne? Ich sag, wenn ich jetzt auf einmal als Beispiel, keine Ahnung, statt GTA Hello Kitty der große Inselspaß zocken würde, ist vielleicht mal ein Video lustig, aber die Leute wollen das sehen, wofür sie dich abonniert haben. Ist einfach so. Geil, warte mal. Kurz mal Stuhl hierhin platziere. Was ist das überhaupt für ein Stuhl? Der hat einfach nur 3 Beine. Blut. Dir geht's gut. Das ist gut. Das ist eine Flasche. Zeig doch jetzt mal das Auto. Was hast du denn? Oh, Polizei. Das war die Polizei da vorne. Polizei ist auf dem Weg, jetzt, Leute. Pfui. Ich versuche jetzt nicht die Scheibe zu treffen, weil wie gesagt, ich habe etwas mit dem Kfz, mit diesem dreckigen... Was denkt ihr, ist das für ein Auto? Das ist so ein... Was könnte das sein? Das sieht aus wie so ein... Ach, wie heißt dieses Auto nochmal, dieser eine alte Opel? Ich weiß nicht, das ist ja so eine leichte Coupé-Form. Das ist ja jetzt kein Golf oder so. Kfz, ich habe jetzt etwas vor, was wir bis jetzt noch nicht gemacht haben. Denkt ihr? Holy moly! Ich hoffe, ich habe nichts kaputt gemacht. Ihr werdet sehen, das erzähle ich euch gleich. Ich bin gespannt, was für ein Auto ist. Gegen dieses dreckige Drecksfahrzeug. Baguette, ist wieder Baguette. Bisschen Baguette. Alter! Ich bin wieder zurück. Lange war ich weg. Nur mal kurz. Oh nein. Er hat gerade die Scheibe kaputt gemacht. Er hat gerade nicht wirklich die Heckscheibe kaputt gemacht. Nein. Oh, nein. Chabo. Das ist kaputt gegangen. Ich hätte nicht gedacht, dass das kaputt geht. Mit so einem, ich habe wirklich nicht festgeworfen. Ja, Bro, Heckscheibe hält ja nichts aus. Ich muss meine Wut unter Kontrolle halten. Weil ich will mit diesem Auto mindestens 20 Parts drehen. Mindestens 20 dreckige Parts. Opel, komm, wir decken die Scheiße auf. Ist wieder ein Opel. Ich habe eben nochmal die Kamera abgecheckt. Ich musste sie abchecken, weil irgendwie spinnt das total im Moment. Mit dieser dreckigen Kamera. Die ist mir einfach vorhin, ich bin hier ausgestiegen, die war in meiner Tasche, die ist mir einfach in dieses
in diese scheiß Schlammpfütze gefallen. Ja, wir decken jetzt auf, Leute. Vielleicht weiß der ein oder andere, um welches Fahrzeug es sich hier handelt. Aber ihr werdet jetzt alle gleich... Trommelwirbel! The Return of the Motherfucking Baguette 3.0. Da guckt euch das an. Es wird wieder ein Baguette. Bruder Brate Bre. Bro, das Auto war eigentlich so nice. Chabo, warum hast du jetzt direkt die Heckscheibe kaputt gemacht? Und man hat's nicht mal gesehen, weil es unter der Plane war. Chabo, was ist los mit dir? Das ist scheiße. Das ist wieder dreckig. Das war nicht mal ein Stein. Digga, das war ein scheiß Stock. Einen Stock habe ich dagegen geworfen. Das war ein Stamm. Gelegt. Oh, da ist wieder die Polizei. Läuft bei mir. Jetzt muss ich mich wieder hier ausweisen. Die Kamera ist eine, ja. Aber ich kenne meine Rechte bereits. Also das ist nicht das erste Mal, dass sie kommen. Also ich darf filmen, solange ich das nicht hochlade. Das weiß ich. Ich habe einen YouTube-Kanal. Das ist mein Auto, ja. Brauchen Sie Fahrzeugschein? Ja, wenn aber ich würde Sie trotzdem bitten, Kamera jetzt mal aufzuziehen. Ja, es geht um das gesprochene Wort. Das ist besonders geschützt. Ja, es geht jetzt nicht um Bildaufnahmen, sondern es geht um das gesprochene Wort. Das ist geschützt, deswegen würde ich Sie bitten, dass Sie die Kamera jetzt abziehen. Die Polizei war kurz da. Bruder, einfach mit 6 Streifenwagen, 780 Polizisten standen gerade neben mir, bei mir und ja, da fahren sie weg. Jo, wo soll ich anfangen? Erstmal. Das ist aber da, wo Chabo auch ist, da ist andauernd Polizei, ne? Ich sehe bei mir gar nicht so oft Polizei wie in seinen Videos. Mal, wir müssen hier diese Scheibe jetzt hier kurz reinklatschen. Es ist scheiße, dass das jetzt passiert ist. Besonders jetzt, weil die hier waren. Ich muss jetzt echt aufpassen, haben die gesagt, weil, oh scheiße, ich darf das nicht ins Auge bekommen. Ich muss das hier komplett alles clean machen und dann kann ich weiterfahren. Tatsächlich, mit einer kaputten Rückscheibe darf man weiterfahren. Ist das offiziell erlaubt? Und auch das, was ich hier gemacht habe, stellt keine Straftat dar. Wie immer. Nur irgendein Nachbar hier oder irgendjemand im Auto hat sich gedacht, Alter, der Keck macht irgendein fremdes Auto kaputt. Und deswegen war die Polizei da. Die waren auch sehr, sehr nett. Wirklich ziemlich nett. Die haben erstmal gedacht, oh, Bro, sollen wir erstmal Waffe ziehen und den Typen einfach mal schießen? Oder sollen wir ganz gechillt hinlaufen. Und dann habe ich alles erklärt, was ich hier mache und so. Das ist natürlich immer komisch, das zu erklären, dass man das wegen YouTube macht. Ja, kommen die jetzt wieder? Ne, die kommen nicht wieder. Die haben da YouTube gemacht, wollten abchecken, was ich hier mache. Keine Sorge, Herr Officer. Ich mache hier alles nach Recht und Ordnung. Ich mache hier nur sauber. Nur sauber. Wir sind wieder komplett ausgerastet. Komplett ausgerastet, Digga. Seht ihr, das ist nicht gut, wenn ich so lange Zerstörungspause mache, weil dann passiert genau das. Aber krass, diesmal waren die echt viele. Es kam immer mehr, bis der Typ dann irgendwann mal per Funk durchgegeben hat, dass alles in Ordnung ist. Ich habe auch die Kamera direkt ausgemacht, nachdem er... Das waren, in Wahrheit sind das alles Fans, Chabo. Das sind Fans von dir, deswegen sind die alle gekommen. Mir das gesagt hat. Eigentlich halt bin ich sein, dazu dass jetzt so, ne, mal gucken wollten. Nicht verpflichtet. Man kann die Kamera anlassen. Ist überhaupt gar kein Problem. Filmen darf ich ja, solange ich es nicht hochlade. Das geht klar. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und perfekt, dass du es gerade hochgeladen hast. Ich kenne auch mein Recht, aber ich wollte jetzt nicht diese Sache unnötig in die Länge ziehen und ich wollte die Polizisten auch nicht abfacken, die machen ja auch nur ihren Job und deswegen habe ich einfach die Kamera ausgemacht. Aber ich habe euch erzählt jetzt, was passiert ist. Er hat mich nur belehrt und dies und das, aber er hat nicht... Wer Fahrräder klaut, ist ehrenwert. Es gibt nichts zu belehren, weil ich eigentlich nichts gemacht habe. Daten hat er aufgenommen und das war's eigentlich. Ich finde das irgendwie scheiße, dass Chabo jetzt schon die Heckscheibe kaputt gemacht hat. Das war so direkt mit der Tür ins Haus. Ja? Das Chabo, du hast zu lange kein Auto zerstört. Du hast einfach verlernt, wie man richtig Autos zerstört. So ein bisschen sehr sauber. Ich hoffe, dass jetzt nicht noch jemand hier die Polizei ruft. Aber deswegen passen wir auf und machen hier nichts mehr kaputt. Warte mal, wie mache ich das denn jetzt hier? Ich hätte mir so ein Teerbesen mitnehmen müssen, aber das war echt nicht geplant. Ach, Digga, jetzt muss ich das alles hier... Bro, soll ich einfach das Dach aufmachen? Nee, warte mal, dann geht die Klappe nach hinten und dann fällt der Scheiß hier runter. Ja, Leute, während ich das jetzt hier wegmache, erkläre ich euch mal kurz, was ich mit diesem Auto vorhabe. Was kennt ihr dieses vor? Spiel? Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Mit diesem Holzklötzen, der Turm, wo man immer ein Teil rausziehen muss und derjenige verliert, bei dem der Turm umfällt. Wie heißt das Spiel? Jenga oder so mit dem Turm? Genau das will ich mit diesem Fahrzeug jetzt machen. Mit euch zusammen. Wie? Wir spielen ein Spiel, Leute. Und zwar geht das wie folgt. Ihr müsst euch vorstellen, ein Teil vom Auto ist so ein Klotz, wie bei diesem Turmspiel. Ich weiß gar nicht, wie heißt es wirklich jetzt? Schreibt mal in die Kommentare, wie das heißt. Jenga. Wir so, schreibt in die Kommentare, welches Teil ich von diesem Fahrzeug abnehmen soll. Und dann bin ich dran. Dann mache ich eins ab. Ah, und wir machen das so lange, bis so das Fahrzeug nicht mehr fährt. Bei dem letzten Teil, wenn ihr zum Beispiel jetzt sagt, mach, keine Ahnung, zerreiß einen Schlauch oder so. Und wenn das Fahrzeug dann nicht mehr fahrbereit ist oder nicht mehr fahren kann, dann habt ihr verloren. So einfach ist es. Und tut mir den Gefallen und versucht, bei kleinen Sachen anzufangen, wie zum Beispiel den Blinkern. Mach Motor raus.
Mach einfach Motor oder so. Raus, hört auf mit so Dingen wie reiß den Motor raus oder so. Das macht ja gar keinen Sinn. Wir reißen jetzt in jeder Folge ein Teil raus. Und achtet bitte auch darauf, dass das Fahrzeug noch fahrtauglich ist und die Betriebserlaubnis nicht erlischt. Das heißt, hört auf, irgendwie sowas reinzuschreiben wie mach die Scheibe vorne kaputt oder zerreiß den Blinker. Wir zerreißen nur Sachen raus, die sich im Motorraum befinden, die sich im Innenraum befinden. Und das war's eigentlich. Vielleicht noch die Scheiben vorne, hinten, das Dach vielleicht eventuell auch. Weil ihr wisst ja, das ist ein Cabriolet. Das ist ein dreckiges Cabriolet. Ach so, das ist ein Cabrio. Da waren die wieder. Habt ihr gesehen? Die haben wieder abgecheckt. Die haben die Lage wieder abgecheckt. Aber ich mach doch nur sauber. Bruder, ich mach doch... Ich hab gar nichts gemacht. Ich bin ein ganz lieber, feiner Kerl, der hier nur sein Auto hegt und pflegt. Jetzt haben wir alles, diesen Stock hier. Digga, einfach Stock, Bruder. Stock einfach größer als mein After. Das hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht. Wie findet ihr eigentlich das Fahrzeug? Wie findet ihr diesen Baguette? Das ist eigentlich geil. Ich finde, der sieht voll gut aus. Auch so ohne Scheibe. Ich finde, der sieht schon fast zu gut aus zum Zerstören. Wenn ich jetzt das Dach aufmache, dann sollte es eigentlich gehen. Dann ist dieses Fahrzeug wieder voll fahrbereit. Ich schmeiß mal die Maske rein. Oh, Digga, ich bin voll in Matsch wieder getreten. So, wir machen jetzt kurz das Dach an. Wo ist Schlüssel? Da machen wir an die Karre. Läuft. Das Auto hat ein paar Mängel. Die werden wir aber im nächsten Part besprechen. Okay. Und die werde ich euch zeigen. Erstmal ganz geschillt Dach aufmachen. Was? Ach so, ja, stimmt. Bei dem Auto ist das ja so. So, aber man muss erst geht. Das ist auch krass. Oh. Voll funktionsfähig. Sehr, sehr selten bei diesen Modellen. Boah, das läuft. Das läuft wie geschmiert. Und die Glasscheiben so. Da hinten noch. Geil, Mann. Jetzt kann auch nichts mehr passieren. Perfekt. Jetzt fahre ich nach Hause. Warte mal, ich mache kurz nochmal das hier weg. Besser kann es nicht laufen heute. Haha. Natürlich setze ich mal da auf die Rücksitz hin mit den Glasscheiben. Die Zerstörung hat schon mal sehr, sehr gut angefangen. Bruder, einfach mit Polizeieinsatz schon wieder. Also Leute, ich werde mich jetzt hier von euch trennen. Leider, ich muss mich von euch trennen. Wie gestern mein Schamhaar von meinem After. Denn ich habe gestern mein After rasiert. Sehen wir uns im nächsten Part. Ja, mal wieder ein nices Video von Chabo. Ja, checkt den Jungen gerne aus. Nice, es geht wieder los. Zerstörung ist back. Ihr wisst Bescheid.